Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosshammer-Ulldorf. Heute habe ich hier mal einen Ovalzylinder. Das ist von der Firma BKS. Kennen vielleicht einige. Da ist ja das Gegenstück zu. Das wird also eingerastet. Und bei diesem ist es jetzt so, dass diese Seite defekt. Das haben wir jetzt vom Kunden mitgenommen. Die lässt sich nicht richtig schließen. Und die bauen wir jetzt auseinander. Wie baut man sowas auseinander? Hier ist so ein kleiner Spind drin. Und auf der Seite kann man den also praktisch austreiben. Wir brauchen jetzt noch einen kleinen Gegenstand, den wir da draufsetzen und einmal austreiben. So, was ich jetzt mache, ist nicht so gut. Wenn mein Meister das sehen würde, würde ich was, ja, unter die Ohren kriegen. Gut, mache ich dann nochmal eben. Ich setze mal eben hier kleine Reißnadel an und schon kommt der Spind auf der anderen Seite raus. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich irgendwas anderes habe, was ich da am besten reinsetzen kann. Habe ich nicht so gerade zur Hand. Nehmen wir mal dieses hier, mal gucken. Hier können wir sehen, der Splint ist rausgekommen. Und jetzt bräuchten wir eigentlich eine kleine Zange, um das eben rauszuziehen. Oder wir nehmen dazu mal eben kleine Zange, mal eben gucken hier. So, nehmen wir diese hier. So, der Splint ist raus. Nicht verlieren, sonst haben wir nachher ein Problem. Dann können wir hier dieses Teil abnehmen. So, das haben wir runtergedrückt und jetzt müssen wir das Ganze nur einmal durchschieben. Da hole ich mal eben meine kleine Hülse, die ich habe dazu. So, dieses hier ist meine kleine Hülse. Die habe ich mir mal geholt von einem Schlosshersteller. Die drücke ich jetzt hier rein und dann sollte ich den eigentlich rausschieben können, aber ich sehe gerade, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht schon. Da ist nämlich der erste Stift hier rausgesprungen. Aber wenn, ist es eigentlich auch egal, weil ich na, so, weil ich den sonst einfach komplett rausziehe. Mal sehen, ob das überhaupt geht hier. Sonst muss ich was anderes nehmen. Das funktioniert doch. So. Jetzt ist es nämlich so, dass ich nämlich den hier nicht bestiften muss. Das müsste ich den gleich noch extra bestiften. So, hier sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stifte drin. Die sind also hin. Dann mache ich jetzt neu rein vom BKS und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Das mache ich mal fertig und dann bauen wir den wieder zusammen. Der Zylinder, das heißt, der Kern ist jetzt hier neu bestiftet und dann kann man das hier so wieder zurückschieben. Ups, Finger da drunter. Auch nicht schlecht. So, und dann drehen wir den Kern hier einmal wieder. Dann rastet das ein und dann sollte der schließen. Diesmal also einwandfrei. Achtung, Finger draufstecken. Sonst geht das da nicht raus. So, das heißt, sonst kommt der Kern mit raus. Hier gucken wir mal nach, ob alles okay ist. Ist alles okay, dann kommt der da wieder drauf. Nur mal eben gucken, von welcher Seite der Blind da reinkommt. So, das war diese Seite hier. Dann brauchen wir dazu einen kleinen Hammer.
Ja, ich weiß, das macht man nicht so. Wenn mein Meister jetzt gucken würde, dann würde ich Stress kriegen. Jedenfalls damals. So. Ja, jetzt schließt er wieder einwandfrei, der Zylinder. Ja, so einfach lässt sich das reparieren. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, ein WKS, Ovalzylinder, älteres Modell und den haben wir jetzt mal soweit wieder in Stand gesetzt. Das heißt, wir können jetzt wieder einbauen bei dem Kunden und dann ist er wieder zufrieden. Ach ja, noch ein Nachtrag, was ich noch eben erzählen möchte. Die Innenseite von dem, da ist dieser Kern hier ein bisschen größer und dann muss man den einfach so beiseite drehen. Nimmt ein, ja, am besten so eine BKS-Nadel und dann kann man die nachher hier an der Seite einführen. Ich habe das schon mal gezeigt bei einem anderen Zylinder. Also es wird dann hier reingedrückt und dann wird werden hier diese Riegel, die hier drin sind, entsperrt und ich kann das Teil rausziehen. Dann das nochmal eben dazu. Und wenn ich das jetzt wieder einsetze, muss ich gucken, dass die Schließnase auf der richtigen Position ist. Dann wird das einfach in das Schloss reingedrückt, einmal zusammenschlagen und dann ist er wieder drin. Gut, das war's von meiner Seite aus und ich hoffe, das war mal wieder interessant. Ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon, ja, auf das nächste Projekt, was ich habe.